Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 16.05.2024. Und ja, unser DAX, der kann es noch. Das Bild habe ich hier schon jetzt seit, hatte ich gestern auch schon liegen. gestern hat er uns ja dann auch ein bisschen rausgezögert, hat sich der erste Mal nochmal mit dem tiefen unten mit der Flagge beschäftigt. Jetzt auch rausgesprungen, richtig auch rausgesprungen. Wir hatten ja hier gestern insbesondere darüber gesprochen, dass nun eben zum Mittwoch wichtig wird, hier das Band wegzunehmen, die 800, das sollte drüber, das sollte sich drüber etabliert bekommen, und um eben weiter rauszugehen. Und das hat soweit geklappt. Ich denke, das war auch recht offensichtlich. Zwischendrin auch eine schöne Flagge gemacht. Unsere Lisa hat sogar Long probiert, hat den auch gestanden gekriegt, war dann hier in der Spritze, konnte sie den Take Profit realisieren. Wir sind hier an die 880 rangesprungen, unsere alte Marke, die ja noch drinne lag, hat sich jetzt hier bedient. Aber ich hatte ja auch die letzten Tage schon immer wieder gesagt, dass die 880 mir da jetzt gar nicht so wichtig ist, die 18.880, sondern dass ich eher versenken würde, dass er durchgeht. Rein aus der Perspektive her würde man sogar gar nicht so diese 920 priorisieren, 900 priorisieren, das ist schon fast eher mehr Geschichte. Würde jetzt sogar schon dahin gehen, dass man sich langsam auf die 19.000 orientiert. Oft sieht man im DAX, dass er den eigentlichen Kontakt, das denken immer so viele, dass so eine große Tausender-Marke, dass die immer dann so punktgenau reagiert und er stößt dann 19.000 an, so gefühlt denken manche Leute, er erreicht dann nicht mal 19.001 und dreht von 19.000 dann nach unten, weil es eine psychologische Marke ist. In der Realität sieht das aber oft anders aus. In der Realität sieht das oft so aus, dass er eben kurz vor der Marke deutlicher reagiert, deutlicher wegdreht und dann im eigentlichen Kontakt mit der wichtigen Marke durchrennt. Ja, und dann macht er noch irgendwie ein paar Punkte oben drauf, bevor er überhaupt erstmal wieder reagiert. Das haben wir schon oft gesehen, dass durch solche Marken dann auch einfach mal 100, 200, 300 Punkte durchgelaufen wird, bevor dann da richtig mal wieder was zuckt. Und da könnte ich mir ein ähnliches jetzt hier auch gut vorstellen, ein ähnliches Verfahren, dass unser DAX eben zum Donnerstag hier jetzt noch einen Spuck oben drauf setzt. Einfach nochmal irgendwie sowas hinrotzt, hier 59, 89 würde ich tippen und dann dort vielleicht eine rote Stundenkerze stellt und von dort erstmal wieder nach unten volle Möhre antäuscht, dass die Leute wieder denken, ah, jetzt bricht die ganze Soße zusammen, dann dreht es sich unten aber wieder hoch und stellt sich dann wieder nach oben auf, und wenn er von 89 kommt, könnte eine 850 dafür schon reichen, ja, 850 wäre jetzt von oben kommen Support, den würde ich aber nicht direkt traden wollen, also nicht jetzt hier von 8,70 nach unten, 8,50 als Support Long, nee. Wenn er aber hier oben kurz vor der 19.000 wegtippt, würde ich drauf tippen, dass er auf eine 8,50 dann nochmal von oben aufsetzt, also das ist das Hoch hier links, ja, da einmal von oben drauf, das wäre dann zu erwarten, muss aber auch zwingend eine rote Stundenkerze kommen, kommt da keine, steht es ihm auch frei, einfach direkt durchzuspringen, ja, das muss man soweit einkalkulieren. Auf der Ebene hier haben wir jetzt erstmal nicht so viele Ziele oben, würde deswegen am Tageschart vielleicht gleich nochmal gucken, aber auch da dürfte es ein bisschen dünner werden, denn der Bereich um 19.000 ist dann relativ wichtig. Ja, 19.000, 19.050, ja, das ist auch eine wichtige Bastion, die noch angelaufen werden kann, und dann wird es da drüber erstmal wieder ein bisschen freier Richtung 19.200. Ja, das kann ich mir allerdings jetzt zum Donnerstag noch nicht vorstellen. Ich glaube wirklich, dass wir erstmal so ein bisschen anfühlen. Ja, vielleicht auch vorher ein bisschen runterdrehen. Wenn alle Leute damit rechnen, ja, der läuft da eh zur 19.000, dann dreht er kurz vorher erstmal um, gönnt sich nochmal ein bisschen Rücklauf, ein bisschen zur Seite. Das wäre die Erwartungshaltung, wenn wir positiv notieren. Sollte er negativ notieren und von Beginn an tief reinstarten, also auch unter eine 8,50 drunter tauchen, gleich zu Beginn, also frontal Angriff nach unten am Donnerstag, würde mich das etwas überraschen. Würde ihm dann aber eher den Support ein bisschen unter der 800 zutrauen. Also so 1887 bis 1867 würde ich denken, dass wir uns dort bis zu den Amerikanern eintrudeln und dann mit amerikanischem Handel im Nacken nochmal aufdrehen und wieder hochdrehen zum Abend hin. Würde hier auch gut reinpassen auf so ein Szenario. Aber wirklich nur, wenn er von Beginn an Schwäche zeigt. Ja, also man kann. Viele sitzen immer da und sagen, ja, was soll ich mit der Analyse, kann ich ja gar nichts mit anfangen, jetzt hast du erzählt, erst hast du erzählt, der soll steigen, dann hast du gesagt, der kann fallen, das habe ich aber nicht, ne? Es ist ganz konkret, gibt es Orientierungspunkte, an denen wir ausmachen können, wo der Markt liegt, und diese Analyse hat nicht den Sinn und den Zweck, dass ihr Punkt 8 Uhr
eine Entscheidung trefft, wo der Markt hinläuft und die dann einfach handelt, sondern es soll euch über den Tag eine Orientierung geben. Das heißt, man muss nicht 8 Uhr schon die erste Position einsetzen und sollte man auch gar nicht. Ja, sondern es dient dazu, dass ihr dann einfach 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr gucken könnt, okay, wo stehen wir denn? Stehen wir unter einer 8,50? Wenn ja, dann weiß ich aus der Morgenanalyse heraus, okay, der könnte gegebenenfalls auch bis 14, 15:30 locker hier auch noch unter die 800 drunter schroten. Ja, dann behalte ich mich vielleicht erstmal noch mit dem Long zurück und lasse den vielleicht noch ein bisschen absinken. Auf der anderen Seite, wenn er drüber steht und hochjagt, und er steigt und steigt und steigt und steigt, sollte man auch nicht unbedingt bei 89, wenn er denn dann da oben anfängt umzudrehen, dann da sitzen und denken, oh Gott, ich verpasse hier die ganze Long-Sache und dann Long reinspringen. Weil wir ja eine Analyse besprochen haben, wenn er oben rausgeht, wäre das eine schöne Zone, um nochmal deutlicher einzudrehen. Ja, und dann wäre das für mich eher so, dass ich, wenn ich hier noch Long drin habe oder einen Long aufgebaut habe, ich in dem oberen Bereich vielleicht ein bisschen was realisieren würde, ein bisschen was ausdünnen würde, gucken würde, wie er reagiert dann nach unten, um dann vielleicht im Rücklauf wieder aufzuladen. Ja, gut, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Denkt an Seminar, jetzt sind soweit fast alle beantwortet. Ich glaube, zwei habe ich noch drin. Dem einen hatte was mit der Rechnungsadresse nicht gepasst und einer mal noch. Ansonsten sind erstmal wieder alle beantwortet. Ja, sind noch Plätze frei, wenn auch nicht mehr viele. Solltet ihr Interesse haben, noch zu kommen, Ende Juni, letztes Juniwochenende in Frankfurt, einfach eine Mail, seminar@money-monkeys.com. Ich häng's ansonsten hinten nochmal dran, wünsche euch viel Erfolg am Donnerstag und versucht das zu handeln, was ihr seht. Ja, ich weiß, so eine Marktphasen, die stehen einem unheimlich quer im Kopf. Also gibt es ganz viele, die sich da richtig, ja, die tun sich da richtig verkämpfen drin. Ja, die hängen mit ihrem Kopf komplett quer. Das kann gar nicht weiter steigen und das ist ja schon so übertrieben, das ist schon so weit gestiegen. Die können gar nicht long handeln, weil sie da stehen und das nicht verstehen. Sie wollen es aber verstehen und können es aber nicht verstehen. Sowas gucken wir uns auch im Seminar an, wie man mit sowas umgeht, aber. Die Empfehlung für diejenigen jetzt, weil man ja auch noch kein Seminar vielleicht gehabt hat, ja, ist, sich nicht zu verkämpfen. Ja, und im Zweifel dann einfach wegzulassen. Ja, dann, aber nicht einfach aus Prinzip dann dagegen zu flezen und dann die ganze Zeit hier hunderte Punkte nur im Minus zuzugucken. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Dafür setzen wir uns nicht jeden Tag hin und sprechen hier alles durch. Dafür nicht. Dafür nicht. Ja, mit dem Markthandel. Gut, macht was draus. Bis morgen.